Eine Tierhandlung. Genau. Oh, eine Schlange. Hier haben wir einen... Ah, wie heißen sie? Waschbär? Irgendwo auch Hund. Da oben. Guten Abend, Sir. Ja, guten Abend. Schutzmaske. Sie müssen Abraham Solomonowitsch sein. Ihr Cousin Isaac hat mich an Sie verwiesen. Er meinte, Sie können mir vielleicht weiterhelfen. Ich brauche für Reparaturarbeiten eine Schutzmaske, wie Sie Gerber benutzen. Ich kann Ihnen helfen, aber meine Schutzmaske ist in den großen Schlangenkäfig gefallen und das sind ziemlich gefährliche Biester. Ich weiß nicht, wie ich sie da wieder herausbekommen soll. Aber Sie haben doch sicher Gerätschaften für einen sicheren Umgang mit diesen Tieren, oder? Natürlich, aber mein Haken ist leider kaputt. Er müsste hier irgendwo liegen. Wenn Sie dieses Biest aus dem Käfig herausbekommen, tun Sie mir damit einen großen Gefallen. Er scheint kein Profi zu sein. Macht mal ganz kurz eine Aufnahmepause. Bis gleich. 3, 2, 1. Und da bin ich auch zurück. Ich dachte gerade, mein Mikrofon wäre wie abgeschmiert und dass jetzt ihr ohne meine Aufnahme hier langlaufen müsstet. Was ja ein bisschen langweilig wäre. Aber dem war nicht so. Gott sei Dank. So, wir haben gesagt, dass der kein Profi scheint. Also sein scheint. Und wir sollten uns Teile besorgen. Was haben wir denn hier? Ein kaputter Haken. Hoffentlich kann ich ihn irgendwie reparieren. Vielleicht finde ich in Isaacs Werkstatt etwas, das mir weiterhilft. Aha, also jetzt ist ein Motor zurück. Hier ist ein Käfig. Dieser Käfig sollte für die Schlange geeignet sein. Okay, auch schon zwei Teile. Da ist noch ein Käfig. Dieser Käfig sollte für die Schlange geeignet sein. Aha, also schon zwei Käfige. Dieser Käfig sollte für die Schlange geeignet sein. Jetzt haben wir drei Käfige. Zu seinem Bruder. Ach, wir gehen so raus. Vielleicht finde ich in Isaacs Werkstatt etwas, das mir weiterhilft. Ja. Wir laufen auch mal ganz schnell hier mit der Ego-Perspektive lang. Die ist mir einfach viel lieber einfacher zu bedienen und schneller. Ich hoffe, das spricht nicht gegen eure Erwartungen oder gegen euch irgendwas an. Ich brauche einige Gegenstände für Ihren Cousin Abraham. Kann ich sie mir von Ihnen ausleihen? Aber natürlich. Ja, natürlich. Hier ist nichts. Das ist auch nichts. Ah. So sollte es klappen. Ach, das ist was. So sollte es klappen. Da war's? Nö, ne? Rieber zurück. Tür auf. Und eine Blumenverkäuferin. Vielleicht nicht so schnell. Flowers! Lovers! Sag ich doch. Lovers! Wird sich an wie Lovers. Lovers. Ja, die Sprache ist hier ein bisschen undeutlich, finde ich. Fast so schlimm wie meine. Da ist die Schlange. Ich brauche etwas. Ein Käfig, welchen nehmen wir denn? Nehmen wir der hier, der am stabilsten aus. Mit diesem Käfig sollte es klappen. Die Gitterstäbe sind eng genug zusammen. Gut. Dann mach auf. Ich brauche etwas. Gut. Ist das hier? Ich brauche etwas. Nicht? Ich will den Haken wieder kombinieren. Ein Stab. Ja. Nein. Schweiß. Nein. Ich brauche etwas. Mir fehlt etwas. Doof. Was fehlt mir? Gegenstände. Schön, Wasser. Licht. Nein. 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 Isolierband, also das wäre nicht schlecht. Aber woher? Haben Sie die Schlange? Nein, habe ich nicht. Vielleicht finde ich in Eis... Ja.
nochmal zurück zu dem guten Isaac. Also der Typ, der rennt ja auch gerade hier auf und ab, auf und ab, auf und ab. Ach, da. Ah. Das könnte sich als nützlich erweisen. Bin ich doof. Da ist ein Seil, müssen wir das zusammenhalten. Dann. Gegenstände, Seil, Quadrat. Das sehen wir wohl. Jetzt haben wir einen Haken. Und haben auch so gut wie alle Gegenstände verbraucht. So, zur Schlange einmal wieder. Das war's. Ausgezeichnet. So. Haben Sie die Schlange aus dem Käfig herausbekommen? Na klar, siehst du, doch, guck mal. Okay, da sagt uns nichts mehr, da gehen wir einfach mal ganz dreist zur Pension zurück. Setzen unsere gute Maske auf. Wo ist sie denn? Die Maske. Maske. Ich gehe einfach mal so hoch. Testen es mal aus. Die Tasche steckt fest. Dann Karte. Wir gehen mal zur Schusterei zurück. Hallo? Ja. Hat gerade irgendwie ein bisschen gesponnen. Gehen wir zum Thema rein. Das wird dir nochmal reden. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Kann ich Ihnen helfen, Sir? Hä? Ich will die Maske haben. Warum haben Sie eigentlich eine Schutzmaske, wenn ich frage? Ich habe nicht immer in einer Tierhandlung gearbeitet, mein Freund. Zuvor war ich viele Jahre als Aushilfe in einer Metzgerei tätig. Zu mehr hat es leider nicht gereicht, weswegen man in meiner Gemeinde auf mich herabgesehen hat. Ich habe die Überreste aus dem Schlachthof gekarrt. Eine abstoßende Tätigkeit, bei der man sich außerdem schlimme Krankheiten einfangen kann. Lange kann man das nicht machen. Deswegen kam mir die Idee mit der Schutzmaske. Ich habe sie selbst gebaut und sie hat mir gute Dienste erwiesen. Später habe ich jedoch gekündigt und mit meinen wenigen Ersparnissen diesen Laden aufgemacht. Ich habe tausende Tiere sterben sehen und jetzt sehe ich sie leben. Haben Sie Interesse an einem Haustier? Wie wäre es zum Beispiel mit einem kleinen Kanarienvogel? Nein, aber vielen Dank. Zurück zur Pension. Na, jetzt haben wir's. Na, immerhin. Und meine Vermutung war auch richtig gewesen, dass der ein Amateur ist. Das schien mir mit viel Angst an der Schlange. Muss man auch haben, wenn die giftig ist und so, aber wenn man schon so einen Laden besitzt oder führen möchte, dann sollte man sich auch ein wenig damit auskennen. Dann wieder Sherlock, dass der hier einfach den Gas verspielt. Die Tasche ist schwer und wurde... Haben wir auch schon gehört. Eine Uhr. So ein Druckmesser. Wo kommt das Ding hin? Ja, nein. Es fließt nicht genug Gas, der Druck ist zu niedrig. Okay, dann puzzeln wir mal. Einfach daran, daran, daran. Zack, zack. Es fließt nicht genug Gas, der Druck ist zu niedrig. Okay, wir können hier drehen. Dann können wir hier drehen. Ah, pass auf, können wir mal hier drehen. Reicht. Jetzt brauchen wir hier drauf, brauchen wir jetzt Druck, richtig? So, schon 50. Elementar. Haben wir es gelöst? Wir haben es gelöst. Dann einmal die Tasche. Die berüchtigte Tasche. Sie ist sehr schwer und wenn man sie schüttelt, ist ein metallenes Klappern zu hören. Ich habe ihm versprochen, nicht hineinzuschauen. Wahrscheinlich ist das auch nicht nötig. Sie dürfte voller Tafelsilber sein. Hier ist immer noch Gas. Wenn ich mir dieses Kätzchen so anschaue, wird es nicht mehr lange leben, falls es hier bleibt. So, ich wollte es doch eh mitnehmen. Auf ins Meins. Wespennest! Ich will trotzdem hier reinschauen.
Qualität. Voller Blechgeschirr macht die Tasche das gleiche Geräusch und wiegt ungefähr so viel wie vorher mit dem Tafelsilber. Tafelsilber, hier sind ganz schön viel Gold drin, sieht so aus, da sind Goldmünzen. Hier raus. Auf ins Wespennest. Schöne Musik. Da hat man so ein Akkordeon, wie das Ding heißt. So, Wespennest. Ist das Neues hier? Nein, nichts Neues. Dann weiter zu unserem Gollum. Ich brauche etwas. Die Tasche. Geben Sie mir die Tasche. Nein. Haben Sie reingeschaut? Ja. Ich habe Ihnen mein Wort gegeben, aber Sie bekommen sie erst, wenn Sie mir sagen, wo Squibby steckt. Na schön. Dieser arme Idiot wurde neulich von den Bullen festgenommen. Ich weiß nicht warum, aber irgendjemand hat behauptet, dass er der Whitechapel-Mörder sei. Danach war ihm eine hysterische Menschenmenge auf den Fersen. Plötzlich sind die Bullen aufgetaucht, haben ihn sich geschnappt und eingesperrt. In der Polizeistation dieses Viertels? Kann sein. Oder auch nicht. Aber wenn Sie oder der Arzt mit ihm reden, sagen Sie ihm, dass ich die Kajaksache als erledigt ansehe, wenn er den Yankee verpfeift. Er weiß, was ich meine. Und jetzt geben Sie mir die Tasche. Das klingt alles ein bisschen diffus. Ich weiß nicht, ob ich dafür die Tasche hergebe. Hey, nicht auf diese Tour, Schwachkopf. Her mit der Tasche, wenn Sie nicht mit einem Messer im Rücken enden wollen, verstanden? Hier, nehmen Sie sie. Ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Um ehrlich zu sein, wie ungehobelt von Ihnen. Ach so. Ja, ich sollte verschwinden und besser nicht dabei sein, wenn er die Tasche aufmacht. Weg hier. Und am besten gleich durch zur Polizeistation. Weil wir auch wegen Squibby nachfragen wollten. Was haben wir denn hier? Haben Sie einen Schilling, mein Herr? Ja, aber nicht für dich. Ich kann nicht einfach in die Polizeistation schlendern und fragen, ob Squibby dort einsitzt. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen, um herauszufinden, ob er wirklich da drin ist. Dann muss ich den Polizisten dazu bringen, für einige Minuten zu gehen, damit ich mit dem Gefangenen sprechen kann. Aber na, mein Süßer, wie wäre es mit einem kleinen Abenteuer? Vielleicht ein andermal, Ma'am. Dann lieber Madame Bella, aber nicht... Oh. Eigentlich würde ich gerne wissen, ob ein Kerl namens Squibby zufällig in dieser Polizeistation ist und wie viele Polizisten dort sind. Eine Auskunft also? Ja, aber Zeit ist Geld, weißt du. Hey, Squibby. Hier ein paar Guineen. Also, was ist mit Squibby? Ich sage dir alles, was ich weiß, Schätzchen. Nichts. Ich weiß nicht, ob Squibby da drin ist. Und es ist mir auch egal. Mir flüstern die Bullen keine süßen Worte ins Ohr, so wie den Mädchen in den schönen Lokalen. Und jetzt verschwinde, bevor ich wütend werde. Hey! Wenn du etwas für eine vornehme Lady wie mich zu bieten hast, fällt mir vielleicht etwas ein. Du hast doch schon Geld bekommen. Ich komme wieder. Das tun sie. Nee. Mädchen in den schönen Lokalen. Was für ein Monster. Danny muss Etablissements wie das von Madame Bella gemeint haben, das auch Watson erwähnt hat. Achso, einmal zum Bordell. Ich muss dem Bordell einen Besuch abstatten. Oh, Sherlock hat also nötig. Er muss wohl wieder Druck ablassen. Okay. Rein hier. Lucy. Guten Abend, Lucy. Erinnern Sie sich an mich? Mr. Holmes, kommen Sie rein. Sie sind merkwürdig gekleidet. Was führt Sie hier in diese Gegend? Ich bin gekommen, weil ich wissen will, ob eine Ihrer Kolleginnen oder sogar Sie selbst mit Polizisten aus der hiesigen Polizeistation Umgang haben. Einige Polizisten gehören zu unseren Gästen, das stimmt. Aber Bella kann Ihnen dazu sicher mehr sagen als ich. Dann tschüss. Schönen Abend noch. Auf zu Bella.